Wir kämpfen nicht nur einfach gegen fremde Richter, wir kämpfen dagegen, dass unser Bundesrat, unser Parlament und unser Bundesgericht sich nicht mehr in erster Linie an Volkswillen halten, sondern an das, was sogenanntes internationales Recht, Völkerrecht, ihnen vorschreibt. Der Europäische Gerichtshof wacht über die Wahrung der Menschenrechte. Fühlen sich Menschen vom eigenen Staat und den eigenen Gerichten ungerecht behandelt, können sie hier klagen. In den letzten 40 Jahren urteilte der Gerichtshof über rund 5000 Schweizer Fälle. Meistens bekam der Schweizer Staat recht. In 2% wurde er verurteilt. Die Initiative ist brandgefährlich, weil sie genau ein Ziel hat. Sie möchte, dass die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention aufkündigt. Aber die Menschenrechtskonvention, die ist die letzte Versicherung gegen staatliche Willkür für uns in der Schweiz, aber auch für Hunderte von Millionen Menschen in Europa, für die es ein fatales Zeichen wäre, wenn wir aussteigen würden. Wir anerkennen und haben als SVP die EMRK und den Gerichtshof, der die ausleitet, nie in Frage gestellt. Aber wir wollen eine rote Linie ziehen. Wir sagen, die Urteile, die unserer Verfassung widersprechen, wenn zum Beispiel der Gerichtshof für Menschenrechte würde sagen, das Minarettverbot gilt nicht in der Schweiz, dann wollen wir diese Urteile nicht umsetzen. Wenn die Initiative angenommen wird, gilt nicht das, was die SVP sagt, sondern gilt das, was eben angenommen worden ist. Und der wirklich schädlichste Effekt von dieser Initiative ist, dass man gerade gegenüber denen, die unsere Gesellschaftsordnung bekämpfen, nicht mehr sagen können, ihr haltet euch an, ihr müsst euch an unsere fundamentalen Werte halten. Weil die könnten dann sagen, ja, aber ihr gebt ja eure fundamentalen Werte auf.